Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute werden wir als erstes mal direkt runtergehen und unsere Ausbeute vom letzten Mal angucken, wa? Weil da gab es ja doch noch mal ordentlich was, aber Moment, ich hatte noch eben gerade im Inventar gesehen, ich habe noch die Pfeile von Janus. Die packe ich mal wieder in die Pfeilkiste hinein. So. Und so. Und dann gehen wir aber nach unten, weil wir haben doch bei der Belagerung so viel neuen Stuff gefunden. Das habe ich noch nicht einsortiert. Oh Mann. Ja, ich würde sagen, das machen wir mal als erstes. Ich dachte mir so, ne, dass wir das dann vielleicht noch mal irgendwie gemeinsam machen, damit wir auch einen Überblick haben, was jetzt eigentlich alles dazugekommen ist. Aber ich würde sagen, ich gehe einfach mal hier durch. Huch. Hä? Wolfsdörrfleisch? Wo kommt das denn her? Das haben die Jungs wohl noch von Ewigkeiten mal irgendwie gehabt oder so. Keine Ahnung. Ich pack das mal hier mit in die Essenskiste rein. So. Und dann hier nochmal hindurch. So, da haben wir schon mal ein bisschen Grausten. Das kommt hier rein. Noch mehr Grausten. So. Dann 20 Co. Runter damit. Oh, haben wir viel von dem Zeug gefunden. Wir haben einen ganzen Stack voll. Hervorragend. Außerdem auch sehr viel von dem Fleisch von den Viechers. Und dann gehe ich mal kurz, wo war das? Hier. Rein damit. So. Dann haben wir hier noch ein bisschen Weichgewebe. Das kommt hier rein. Monsterorgane hier. Ich mache das gerade ein bisschen chaotisch, ne? Sollte ich vielleicht ein bisschen systematischer machen? Ich habe keinen Plan. Stein. Hier waren Barren. Die kommen hier runter. Nochmal durch. Dann haben wir hier Felle. Noch ein bisschen Marmor. Alter Schwede, haben wir davon schon wieder viel. Knochen, da können wir auch bald damit nicht hochbringen, ne? Ja, ich wette, hier ist mindestens noch ein Stack drin irgendwo. Trophäen. Rein damit. Gold ist direkt daneben. Ah ja, Glockenfragment. Das kommt hier natürlich zu Boss-Spawn. Hierhin. Ach, man braucht 9 Stück für eine Glocke. Weil man braucht ja 3 Glocken, ne? Das ist ja hart. Na gut, Pilze hier rein. Dann haben wir noch ein bisschen von diesem Fleisch. Und hier ist außerdem noch das Fleisch, Lachsfleisch. Das kommt hier rein. So. Und Feuer haben wir hier auch ein bisschen was. Zack. So, wo packen wir denn die hier rein? Verkohltes Zahnrad. Wenn es verkohlt ist, ich weiß nicht, ist das aus... Sind das Metallteile? Passt eigentlich hier mit rein, ne? Oder? So? Keine Ahnung. Und sollte ich die Nägel eigentlich... Ich mach das mal so, ne? Das passt besser. Und die hier mit zu dieser Feder, oder nicht? Feder und diese Zahnräder. Ich finde, das passt hier rein. Theoretisch könnte man es auch hier unten in Möbel packen. Aber ich finde, ne? Das hier sind ja eher so Möbelsachen. Nee, ich lasse es. So wie es ist. So, einmal hindurch. Da haben wir auch Holz aufgesammelt. Das kommt hier rein. Dann Ascheholz hier. Stein. Nochmal Holz. So. Federn. Dann haben wir hier Organe, Fleisch. Ah ja, diese ganzen neuen Sachen, ne? Da bin ich auch noch am Überlegen, wie wir das machen. Aber ich habe mir schon eine Lösung überlegt, wie wir das hinkriegen. Ich schmeiß mal das alles hier rein. So. Dann haben wir noch einen Fuffi Kohle. Der Stab kommt mal hier übrigens rein. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz. So, Pilze. Feuer. Halt. Ja, doch, ist richtig. Hä? Genau ein Fuffi voll. Naja, gut. Trophäen. Monsterorgane. Und Großviehfleisch. So, dann haben wir hier noch 10 Barren. Und hier haben wir noch welche. Die schmeiße ich hier mal mit runter. So, und die Kohle auch. Dann hör damit. Hä? Ach so, überladen oder was? Dann gib mal her. Und dann schmeiße ich das hier mit rein. Alter, wir müssen Marmor hochbringen. Aber das habe ich mir schon fast gedacht. Gut. So. Hä, ich kann die Jade nicht mitnehmen? Ach so, stimmt. Natürlich nicht. Das ist ja genau der dritte Edelstein. Den nehme ich mal auf. Davon haben wir 4. Hiervon 2 und davon 3. Das sind ja die 3 für die Elemente, ne? Blitz,
Blut und Gift, glaube ich. Ich glaube, so war das. Halt, da sind noch mehr Münzen. Und noch mehr Münzen. Oh Mann. Können wir auch gleich wieder nach oben bringen. Ah! Beeren hier rein. Kroll das. So. Hat sich doch alles richtig einsortiert, ne? Jo. Stein natürlich. Das sollte ich eigentlich immer als erstes machen, weil es ist hier direkt. Samen, Federn, Knochen. Können wir auch hochbringen. Oh Mann. Das mache ich dann gleich, ne? Einfach, weil wir müssen. So, hör damit. Das hier noch. Und noch ein paar Eggs. Kein Platz im Inventar. Schade. Dann mache ich mal hier die Knochen da rein. Und dann sammle ich das auf. Perfekt. Hier rein. Gold hier rein. Nice, müssen wir nicht hochbringen. Honig hier rein. Dann Samen. So. Federn. Hier noch ein bisschen was von dem Fleisch. So. Organe. Kleinviehfleisch. So. Den Hammer, den können wir reparieren und nach oben bringen. Federn. Halte ich erstmal Metallteile hier rein. Dann, wo haben wir denn die Federn? Ach, da. Und heute direkt daneben. Dann gehen wir hier hin und rappen alles. So. Und nochmal hier hin. Hervorragend. Fehlt mir eigentlich irgendwas an Equipment? Achso, ja, natürlich, die Tränke fehlen. Die könnte ich mir vielleicht wieder... Obwohl, die Tränke brauche ich erstmal nicht. Weil wir haben jetzt erstmal so viel zu erledigen. Ah, hier, und den Met bringe ich wieder nach oben. Der Hammer kommt auf die 5. Den lasse ich auch mal an. Und die Edelsteine, stimmt. Die wollte ich ebenfalls noch sortieren. Und da hatte ich mir überlegt, wir hatten doch hier... diese Dinger. Das sind ja so Kristalle. Dass wir das sozusagen als Edelstein oder... Ja, nee, jetzt wo ich das so sehe, denke ich mir doch nicht. Schmuck. Magie, Gift, Feuer, Eis. Weil ich will dafür nicht eine eigene Kiste machen. Das wäre viel zu groß. Ich will die irgendwo einsortieren. Metallchitin, Augen, Harzfälle. Nee, das passt alles nicht, ne? Schon eher, wenn dann dieser Bereich. Also Schmuck würde passen. Gold? Nee. Das lasse ich so. Aber hier bei Schmuck, oder? Soll ich lieber Schmuck reinpacken? Hier oben Kleidung. Da die Hüte. Und dann mache ich die so. Ja, ne? Das passt am besten, glaube ich. Dann mache ich so. Ne? Ich glaube ohnehin nicht, dass diese Stacks jemals voll werden. Das würde mich stark wundern. Theoretisch können wir die sogar hier hin machen. Ja. Ja, so finde ich das am besten sortiert. Und dann haben wir hier unten die. Und das ist ebenfalls einsortiert. Sehr gut. Haben wir das schon mal abgehakt. Hervorragend. Und dann bringe ich mal kurz den Stuff nach oben. Warum habe ich denn hier nur einen Hammer? Wahrscheinlich hat Raymond seinen schon angebracht. Gut möglich. Ich glaube, Janice hatte seinen aus Versehen runtergeschmissen. Wie auch immer. Ich gehe nach hier oben. Ja, da ist er angebracht. Und ich mache die 7 hier hin. Sehr gut. So. Ja, das kann ich theoretisch hier hin machen. Aber mir fehlt doch trotzdem was. Oder bin ich jetzt blöd? Ich habe die Axt, die Spitzhacke. Wir hatten doch hier normalerweise auch noch was. Was fehlt mir denn? Ja, stimmt. Ich habe eigentlich immer die 3 Tränke hier oben. Und dann hier frei. Doch, ist schon richtig so. Gut. Dann gehe ich mal nach oben. Und schmeiße auch den Met hier weg. So. Und dann müssen wir leider jetzt einige der Kisten leeren. Hätte ich eben gerade auch schon von unten hier hochgehen können. Aber dann machen wir das mal eben so. Gehe ich durchs Portal. So. This way. Und was war das? Knochen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und was war das noch? Marmor, ne? Puh, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, weil wir kriegen davon so viel, da nehme ich gleich mal ein bisschen mehr mit. Und was hatte noch gefehlt? Irgendwas für die Kisten hatte gefehlt. Ich glaube, wir hatten einen Stack Edelholz schon... Ja, ich glaube, ich hätte einen Stack Edelholz mit hochnehmen sollen. Egal.
So, Grouston. Die Kiste ist schon voll. Wie hätte ich mit rechnen können? Scheiße. Aber ich bin jetzt auch überladen, ne? Ich sehe es schon kommen. Ich muss sowieso einmal kurz hier hinwerfen. So. Dann kann ich vielleicht schon mal die Knochen wegbringen. Ich hoffe, da muss ich auch keine Kiste machen. Sehr gut. Zack. Und dann gehen wir hier hin. Holen uns alles raus, was wir für die Kiste brauchen. 2 und 10. 5. Und beim Möbel das Ding hier drauf. So. Zack. Und hör damit. Dann packen wir einen rein, Stapel platzieren, fertig. Und zurück. Hervorragend. So. Und dann hole ich mal mein Food wieder zurück. Ich hoffe, ich habe es nicht vergessen, irgendwas auszulernen. Bei Gold hatte ich überlegt, aber ich glaube, das passt noch. Ja, das machen wir dann nächstes Mal, wenn Gold wieder überfüllt ist. So, und dann würde ich sagen, wir fangen mal mit meiner To-Do-Liste an, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Es ist eine ganze, ganze Menge Kleinkram dazu gekommen. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem an, was am einfachsten ist. Denn das sollte man immer tun, damit die Motivation möglichst weit oben bleibt. Das bedeutet, ich mach mal direkt hier. Und zwar, dieses mit dem Rahmen finde ich zwar ganz geil, aber erstens mag ich das hier nicht. Dieses... Das finde ich irgendwie, sieht überhaupt nicht schön aus. Und außerdem meinte Maria, man könnte hier einen Rahmen drum ziehen, weil der Übergang so sieht ein bisschen komisch aus. Touché. Könnten wir mal gucken, wie wir das lösen. Aber erst einmal wollte ich das hier weg. So. Und dann mache ich mal den. So. Und zwar einen hiergegen. Und so. Einen hiergegen und hier dran. Halt. So. Und das gleiche nochmal hiermit. Einen so. Und ich frage mich, wie das Muster dann aussieht. Kann sein, dass es doof aussieht. Kann aber auch sein, dass es ganz geil aussieht. Hä, geht voll fit. Viel besser. Jetzt mag ich das hier hinten nicht. Warte mal. Wollen wir das hier nochmal machen? Ich probiere mal. Kann ja nicht shaden. Also machen wir mal so. Zack. Und zack. Hiergegen. So und so. Das weg, das weg. Und hier nochmal dran. Nee. Nein, der war falsch. Oder war er falsch? Nee, war richtig. Ja, es sieht hier ein bisschen übertrieben aus, aber ich bin ganz ehrlich, das so schlecht sieht das gar nicht aus. Na, es zittert. Ich finde es aber irgendwie besser so. Als so eckig. Weil das hier, finde ich, sieht voll doof aus. Ich mache das überall. So. So. Und so, sonst brauchen wir hier ja ewig. Und dann einmal da dran. Das ist ja sowieso nur zur Hilfe, deswegen ist es egal, wie rum sie gedreht sind. Na komm. Kann ich nicht irgendwie so? So und so. Hier dran. Hier dran. Da dran und... Na komm. So. Ja, so geht das doch. Geht auch recht fix, Gott sei Dank. Und nochmal die andere Ecke. Die hier. So, und da habe ich ja schon. Und dann machen wir die jetzt so gegen. Da mache ich mal wieder auf... So, auf Auto. Dann ein hiergegen und ein dagegen. Weg und weg. Und das gleiche können wir hier machen. Nee, können wir nicht. Achso, das habe ich ja schon richtig. Ja, stimmt. Gut. Dann den... Ach shit, die habe ich falsch rumgebaut.
Hätte ich direkt so machen können, ne? Stimmt, ich hätte mir einen Arbeitsschritt sparen können, fällt mir gerade auf. Ja. Gut, jetzt haben wir es so gemacht. Hier nochmal drehen. Halt! Drehen. Hier dran und hier. So. Und das weg, das weg. Und dann machen wir den hier dran. Ich überlege auch gerade den. Ja, müssen wir dran lassen, ne? Geht ja nicht anders. Und hier dran. Nee, der ist falsch. So. Ja, finde ich doch besser. Muss ich ehrlich sagen. Auch wenn es jetzt vielleicht wieder diese zitternden Grafiken gibt, aber da kommen wir ja leider nicht drum rum. Zumindest wenn wir das so machen wollen. So. Warte mal, sind die ungerade? Oder sehen die nur ungerade aus? Sie sehen nur ungerade aus, glaube ich. Gut. Nee, so. Sehr gut. Oh, hier habe ich einen zu viel abgerissen. So. Mann. Sieht die ganze Zeit rauszoomen. So, bitte. Zack. Und. Zack. Und die letzten. Hier und. Dort. Ne? Viel schicker so, finde ich. Dann gehe ich mal nach unten und hole die Resources. Ach ja, stimmt, das haben wir ja auch noch. Zapfi mal wieder. Oh Mann. Diese gleichen Ecken, an denen die rumhängen. So, als ob die so Charaktere hätten. Ich finde das irgendwie cute. Mag ich sehr gerne. So, dann hier den Stuff. Runtergeschleppt. Oh oh. Ich hätte mal Ausdauer aufladen sollen. Ich hoffe, ich schaff's. Nein, ich schaff's nicht. Ich komme nicht mal in die Kohlekiste, verdammt. Gut. Ach so, hier, ist hier sind ja auch die Barren. Gut, was soll's. So. Nochmal. Hier rein. Außerdem Erz da rein. Und da können wir gleich ein Zwambo rausnehmen. Und wieder anschmeißen. Und die Barren, ja, die Kiste ist immer noch voll. Ich kann die mal vielleicht reinstopfen. Und ansonsten die Eisenbarren davor. Außerdem Coal. Ein Batzen. Und rein damit. So. Vor allem, das bringt gar nichts, mich zu beeilen, ne? Wir müssen ja sowieso auf den 20. warten. Gut. Los, mach hinne. Tu es! Verbrenne! So. Und so. Und rein damit. Und dann bringen wir den Stuff auch noch nach oben. Ach ja, genau. Das muss da liegen bleiben. Sehr gut, haben wir das auch. Ach ja, stimmt, wie sieht das von unten aus? Ja, gar nicht schlecht. Das da werden wir auch noch ändern, aber es gibt erstmal viel zu viele andere Sachen zu tun. Und ja, hier hatte ich dann auch überlegt, ich hatte auch gefragt, welche Balken man nehmen könnte, um die zu verschönern. Und da hatte ich gemeint, diese Balken zum Beispiel. Sie meinte aber, die Verschnörkelung sieht komisch aus. Ja, ich verstehe, was du meinst. Da meinte sie die normalen Holzbalken oder aber... Die Ascheholzbalken. Boah, die sehen schon echt geil aus. Ne? Die sind aber so teuer. Ich will nicht so viel Ascheholz sammeln müssen, aber andererseits will ich natürlich auch, dass es geil aussieht. Weißt du was? Komm. Wir probieren es jetzt mal aus. Und ziehen es einfach durch. So. Und vor allem, wenn ich hier dann das so gebaut habe, wenn ich darüber laufe, gibt es aber keinen Widerstand, ne? Nee. So zum Beispiel. Doch, das sieht schon echt viel, viel besser aus. Muss ich zugeben. So. Mal gucken. Ich ziehe einfach erstmal so den Rahmen drum. Gibt es einen kurzen von? Yes! Halt, dann mache ich so und so. Das mache ich bei allen in der Mitte. Immer einen auf die Seite und einen auf die. Doppelter ist hier. Einen auf die und einen auf die. Und hier auch nochmal. Oh, der hier ist schief.
So, und... So. So ist gerade. Sehr gut. Und dann machen wir weiter mit diesen Balken hier. Oh, ist auch gerade Nacht geworden. Ich sollte mich ein wenig beeilen. Nochmal hier und hier. Wie viel haben wir eigentlich? Oh shit, das schaffe ich gar nicht zu Ende zu bauen. Oh Mann. Das wird nie was. So. Ach so, bei den länglichen hier kann ich ebenfalls den weg. Den weg. Kann ich ebenfalls die kurzen nehmen. Dann spare ich ein wenig Holz. Ja. Hier ran. Und hier. Und das gleiche mache ich da auch. Hier ran. Und hier. Und so. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Oh, das sieht viel, viel besser aus. Ja, Maria, du hattest recht. Das war eine sehr gute Idee. Machen wir mal... Der kurz ist hier, ne? Machen wir mal einen so und den letzten hier hin. Gut. Naja, hätten wir das schon mal. Wenn wir weitermachen wollen, brauchen wir mehr Ascheholz. Aber das können wir auch immer noch später machen. Das kommt auf jeden Fall auf To Farm. Oh, ich baller mir mal Ausdauer Food. So. Und dann wird es allerhöchste Zeit fürs Bettchen. Gute Nacht! Guten Morgen! Und da würde ich sagen... Ach ja, stimmt, es war Nacht, ne? Hätten wir wieder auf Askeln-Jagd gehen können. Aber das bringt mich auch direkt zum Punkt Nummer 2. Und da hole ich mir mal ganz kurz meine Tränke, denn wir müssen ganz kurz in die Ashlands. Dauert auch nicht lang. Ich nehme mir mal den mit. Den, pack die Kapuze auf. Und Mana-Trank spare ich mir mal. Aber ich baller mir das gute Food. Laufe nach oben. Denn wir müssen noch mal kurz zu dem Askwin-Loch, das ich gebuddelt habe. Energieschild. Und let's go. So, here we are. Und ich jump mal kurz hier runter, denn... Ah, hier sind doch die Pilze respawned. Denn hier war doch... Nein, der ist tot. Scheiße. Wie ist er denn gestorben? Scheiße. Gut, aber ohnehin wollte ich sowieso... das hier mal ein bisschen vergrößern. Weil ich dachte mir nämlich, wenn jetzt der zweite Askwin hier auch noch reinkommt... Ja, shit. Das ist natürlich nicht so gut. Wenn der zweite Askwin hier auch reinkommt, dann haben die vielleicht nicht genug Platz. Ne? Dann ist der eine auf dem anderen drauf. Und einer kann nicht essen. Deswegen wollte ich das mal hier so. Und so. Und vielleicht nochmal so. Ich glaube, das sollte reichen. Und das war es auch schon, was ich hier machen wollte. Aber mir fiel halt auf, dass der eine hier wirklich gerade so reingepasst hat. Und der andere dann nachher zum Beispiel nicht den Boden, also zum Boden kommt und nichts fressen kann oder so, ne? Ihr versteht schon, glaube ich. So. Das sollte ja wohl groß genug sein. Dann gehen wir nochmal kurz hoch, sammeln die ganzen Pilze auf, die hier waren. Die kann ich nicht liegen lassen. So. Straußenfaden lasse ich liegen, ne? Weil das können wir so enorm viel sammeln. Deswegen passt das schon. Hier liegt noch ein bisschen Grausten, warum nicht? So, hier ist noch mehr Graus, leider. Damit werden wir echt zugeschissen, wa? So, hier ist noch mehr. Echt einen guten Spot, den wir hier haben, ne? Für so die Basisressourcen und so. Aber ich sollte natürlich auch aufpassen, dass hier keine Feinde sind. Jawohl. Ach ja, Baumstümpfe. Jemand hat geschrieben, die geben doch Ascheholz. Ist das so, ja? Weil normalerweise geben wir Baumstümpfe nur normales. Tatsächlich. Das ist ja gut zu wissen. Weil die ganzen Baumstümpfe, die ich hier dann nicht abgebaut habe, die geben jeweils nochmal ordentlich an, dann an Holz. Ist natürlich sehr erfreulich. So, mein Freund. Und du glaubst, du kannst dich hier in die Luft sprengen, ja? Ja, hast du recht gehabt. Gut. Ah, da ist noch einer. Na gut, dann baller ich dich halt ab. Los, mach deinen Jump. Na los, hier bin ich. Und tschüss. Da kommt wieder einer angeschlichen von der Seite. Reißt. So. Schöne ordentliche Frostsalve ab. Kriegst du. So. Tschüss. Oder mit deinem Stuff. Dann sammle ich das hier auf. Und wo ich gerade hier bin, weißt du was? Ein bisschen Ascheholz sammle ich doch noch auf. Alter, was geht denn da hinten ab? Ach, das sind nur zwei. Oder sind das drei? Nee, das eine ist nur ein Stein. Mach mal!
So. Das hier sammle ich auch noch auf. Und dann mache ich den platt und verziehe mich. Weil eigentlich wollte ich hier gar nicht in den Aschenlande rumlaufen. Und ja. Ach ja, wir hatten ja letztes Mal die Festungen. Das habt ihr ja wahrscheinlich gesehen. Folge 900 waren wir in den Festungen. Und ich hatte auch überlegt eigentlich, dann am Ende noch zum mysteriösen Ort zu gehen. Oh. Aber... Ach, den lasse ich liegen. Nehme ich doch lieber Straußenfahren mit. Aber dann fiel mir auf, dass wir, wenn wir zu dritt unterwegs sind, ich meine, ihr habt es ja gesehen, wir sind nur von der einen Festung zur anderen gegangen und wir haben dabei so lange gebraucht. Wenn wir diesen mysteriösen Ort hätten aufsuchen wollen, hätte ich das vorbereiten müssen. Denn die Reise dorthin wäre von, ne, also wir sind ja bei den Festungen, das war ja, glaube ich, hier irgendwo, da und, ne, war das bei Not 3? Ja, ne? Hier und hier, glaube ich? Nee. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Aber auf jeden Fall wären wir hier unten lang gegangen. Hätten wir hier lang gehen müssen, dann so, dann so. Und hier wären überall Feinde. Ne? Und einer stirbt, dann müssen wir alle wieder zurück, um ihn abzuholen. Und das war mir zu heikel. Deswegen konnten wir den mysteriösen Ort leider nicht machen. Weil Janice war ja auch, ist so, der ist ja aktuell in Thailand. Und der, deswegen hatten wir eine Zeitverschiebung. Ne? Und ja, deswegen machen wir das dann irgendwann noch mal alleine. Also falls ihr euch gewundert habt, warum wir das nicht gemacht haben mit Folge 900, ne?